Kommen wir zum ersten Kurzvortrag von Hanna Heller und Valentin Sagoskin mit dem Titel Der Markt in 1000 Gestalten, die Wirkmacht einer ökonomischen Erzählung. Kurz zu den beiden Personen. Hanna Heller hat im Rahmen ihres Engagements für die Grüne Jugend Rheinland-Pfalz zahlreiche Seminare für die politische Bildung von Jugendlichen und Bildungsveranstaltungen für das Netzwerk Plurale Ökonomik durchgeführt. Sie hat internationale Wirtschaft und Entwicklung in Bayreuth, einen Master in internationalen Economics and Economics Policy in Frankfurt und den Master Ökonomie und Gesellschaftsgestaltung an der Cusanus Hochschule absolviert. Momentan promoviert sie an der Universität Witten zur narrativen der sozioökologischen Transformation der Wirtschaft und ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Grünen im Stadtrat in Speyer. Valentin Sagoskin hat soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt soziale Kulturarbeit und Sozialpolitik studiert und ist ausgebildeter Erlebnispädagoge. Im Master Ökonomie-Gesellschaftsgestaltung an der Cusanus Hochschule forscht er zu den Themen transformatives Potenzial der Gemeinwohlökonomie, Beeinflussung ökonomischer Schulbildung und schrieb seine Abschlussarbeit zum Thema Narrative. Er ist freier Bildungsreferent der politischen und sozioökonomischen Bildung und forscht momentan für die Otto-Brenner-Stiftung zum Thema Wirtschaftsjournalismus. Er ist Mitglied des Netzwerks Plurale Ökonomik und engagiert sich in der AG Wirtschaftspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Im folgenden Kurzvortrag werden die beiden Referenten der These nachgehen, ob die ökonomische Bildung einen neoliberalen Diskurs verbreitet. Im Fokus steht der Gegenstand des Marktes, der heute sowohl in ökonomischer Bildung als auch in politischen Diskursen als abstrahierter Begriff auftaucht und mit einer Vielzahl von sich widersprechenden Bedeutungen verwendet wird. Der Vortrag hat das Ziel, die Erzählung über den Markt ideologiekritisch zu explizieren und dabei die Rolle der ökonomischen Bildung herauszustellen. Mehr möchte ich an dieser Stelle gar nicht sagen und gebe das Wort an Hanna und Valentin und freue mich auf den Beitrag. Ja, vielen Dank für die ausführliche Vorstellung. Ich hoffe, man hört mich und ich hoffe, man sieht den Vortrag auch. Valentin und ich, wir sind ein Team, seit wir unsere Masterarbeit geschrieben haben über dieses Thema und seitdem veröffentlichen wir dazu und halten Vorträge. Es geht um die Erzählung des Marktes, wie Udo schon ausgeführt hat, und seine Wirkung auf Gesellschaft. Genau, wie wirkt die Erzählung des Marktes auch auf Bildung? So, zur Entstehung der Erzählung des Marktes. Hier ein paar Bilder von ein paar Menschen. Zentrale Vordenker, die sich schon in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts zusammengetan haben, im Walter Lippmann Kolleg. Und dann später haben sie die Mont Pelerin Society gegründet, 1947. Die ist, wie man gleich noch sieht, stark vernetzt gewesen, auch ins Politische, und hat zum Beispiel die Politik von Pinochet, Thatcher, Reagan, Kohl und Schröder beeinflusst. Ich denke, die Geschichten muss ich hier nicht ausführlicher erzählen. Genau. Die Erzählung des Marktes hängt eben mit der Erzählung oder mit dem Begriff des Neoliberalismus zusammen, weil diese Menschen sich selbst als neoliberal bezeichnet haben in der Mont Pelerin Society. Der Begriff wurde dann später gedreht, des Neoliberalismus, und seit den 80ern etwa kritisch verwendet, um eben genau diese Menschen, aber auch die Politik, die resultierte, zu beschreiben, nämlich eine Politik der Privatisierung, Deregulierung, Kommerzialisierung, Kapitalisierung und so weiter. Neoliberale Netzwerke haben sich stark ausgebreitet seit den 40er Jahren, aber vor allem dann seit den 70er Jahren global. Hier sieht man zum Beispiel das Atlas Network. Ganz spannend dazu ist die Folge der Anstalt vom November 2017. Kann ich nur empfehlen, sich die nochmal anzuschauen. Da geht es nämlich genau um diese neoliberalen Netzwerke, die sich eben über den wissenschaftlichen Nachwuchs, also auch über Bildungsnetzwerke verbreitet haben, aber eben auch über politische globale Netzwerke. Die zentrale These dieser DenkerInnen war, dass es eben einen freien Markt gibt und dieser freie Markt führt zu Freiheit. Freiheit und Demokratie, das ist so der Kern der Erzählung, die wir aber auch gleich wieder widerlegen wollen mit Hilfe der Arbeit von Quinn Slobodian. Quinn Slobodian hat ein Buch geschrieben, Die Globalisten, wo er auf die Briefwechsel eingeht von diversen Ökonomen,
die in den 40er Jahren in Genf tätig waren, also die Genfer Schule. Und in dieser Zeit wurden eben auch die Institutionen IWF, Weltbank, die Welthandelsorganisation oder GATT, der Vorläufer davon, gegründet. Und da geht es eben darum, dass sie immer von den freien globalen Märkten gesprochen haben. In Wirklichkeit ging es aber darum, geeignete Institutionen zu errichten und zwar künstlich sozusagen aufzubauen, da diese nicht natürlich gewachsen, sondern wurden zielgerichtet errichtet, um der Weltwirtschaft einen Ordnungsrahmen zu geben. Sie wollten aber explizit die Wirtschaft darin nicht beschreiben. Also es ging nicht darum, die Abläufe des Marktes zu beschreiben, sondern bis heute ist der Markt eigentlich eine Blackbox und wird als spontane Ordnung immer so schwebend, fast schon mystisch umschrieben. Zur zweiten These: ist der Markt freiheitlich und demokratisch? Auch da würde Quinn Slobodian, hat Quinn Slobodian gearbeitet, dass es sehr antidemokratisch dazugeht, weil sie eben die politische Sphäre von der wirtschaftlichen Sphäre trennen. Die politische Sphäre des Imperium, Rule over People, ist eben getrennt vom Dominium, Rule over Things, sodass man eigentlich sodass die demokratisch verfasste Nation eigentlich nicht mehr über das Eigentum bestimmen soll. Und wenn man sich heutzutage umschaut, kommt einem das sehr bekannt vor, weil man wirklich das Gefühl hat, dass nationale Demokratien oder selbst supranationale Demokratien wie die EU eigentlich kaum mehr Einfluss haben auf die multinationalen privatwirtschaftlichen Player da draußen. Die Regierungsstruktur wurde eben konkret so angedacht, das kann man aus Briefen herauslesen und so konzipiert, sodass eben die Menschen weniger Einfluss haben und letztendlich weniger frei sind und weniger demokratisch mitbestimmen können. Genau, jetzt Valentin, ich hoffe mit einer besseren Verbindung zur Erzählung selbst des Marktes. An Slobodian lässt sich ganz gut anknüpfen mit Oetsch, einem Kulturwissenschaftler und Ökonom, der auch ein relativ aktuelles Werk 2019 geschrieben hat, Mythos Markt, Mythos Neoklassik. Und Oetsch betont, dass es auf jeden Fall Kontroversen gegeben hat in der More Pillar Society. Also es waren Ökonomen, hauptsächlich Männer, unterschiedlicher ökonomischer Theorieschulen und Paradigmen. Das darf man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Und eigentlich sozusagen verschiedene Neoliberalismen. Und Oetsch vermeidet auch den Begriff Neoliberalismus, eben weil er sehr vieldeutig und schillernd ist und schwer zu definieren ist oder das sehr umstritten ist und spricht lieber von Marktfundamentalismus und arbeitet in seinem Werk 50 Basissätze heraus, die diesen Marktfundamentalismus charakterisieren. Da können wir natürlich jetzt nicht auf alle gleichermaßen eingehen, aber eben auf die Kernthese. Und die ist eben, dass das Gemeinsame dieser Ökonomen oder dieser verschiedenen ökonomischen Paradigmen und Theorieschulen eben der Kollektivgedanke des Marktes war. Also Kollektivgedanke ist anknüpfend an den Wissenschaftstheoretiker Ludwig Fleck. Genau, und dieser Markt tritt eben zum ersten Mal bei Ludwig von Mises und dann später Hayek im Singular auf. Also vorher zum Beispiel bei Adam Smith. Es war immer von konkreten Märkten die Rede, also Orte konkreter Tauschvorgänge, wo sozusagen Wirtschaft sich abgespielt hat. Und jetzt gibt es eben diesen Marktbegriff im Singular, der auch in vielfältiger Weise und durchaus eben widersprüchlich mit verschiedenen Bedeutungen aufgeladen wird. Und zentral für dieses marktfundamentale Denken ist nach Oetsch eben ein Denken in Dualismen. Also dem Markt wird dann verschiedene andere Nicht-Markt Institutionen sozusagen entgegengestellt, zum Beispiel eben dann Sozialismus oder Staat oder Bürokratie oder Ähnliches. Oder auch in Hayeks Evolutionstheorie gibt es auch dieses duale Denken beispielsweise, wo er dann ja relativ simpel eigentlich von einer Urhorde sozusagen spricht, also die Phase der Urhorden und Menschengruppen sozusagen und dann haben die sich dann weiterentwickelt durch kulturelle Evolution zur natürlichen oder spontanen Ordnung des Marktes. Hier noch ein Zitat von Ludwig von Mises.
Es gibt keine andere Wahl als die, entweder von isolierten Eingriffen in das Spiel des Marktes abzusehen oder aber die gesamte Leitung der Produktion und der Verteilung an die Obrigkeit übertragen. Entweder Kapitalismus oder Sozialismus, ein Mittelding gibt es eben nicht. Genau, es gibt auch Zitate von anderen aus der Mopedera Society, die ähnlich sind. Genau, und wenn man jetzt noch andere Theorien sozusagen dazu nimmt, dann hat dieser Marktbegriff eigentlich alles, was er braucht, um so ein gesellschaftliches Leitbild zu werden. Also Kürze, Prägnanz, es kann wiederholt werden, er kann mit Metaphern und Begriffen aufgeladen werden und so weiter. Genau, und hier haben wir jetzt eben anknüpfend an Slobodien und Oetsch und andere versucht, mit Rückgriff auf Narrativtheorien die Narration, also die Erzählung des Marktes auf verschiedenen Ebenen explizit zu machen. Also auf der obersten Ebene sind dann die Metaphern oder die konkreten sprachlichen Mitteln, wo dann zum Beispiel der Markt mit Begriffen wie Kraft oder Gleichgewicht oder Mechanismus aufgeladen wird, was dann sozusagen so Automatismen impliziert. Dann auf der mittleren Ebene, die hier jetzt im Bild zu sehen ist, das ist die Ebene der konkreten Narration mit eben Akteuren. Und die dritte Ebene, das sind dann die Ebene, wo die dualen Gegensätze sind, wo dann bestimmte Normen sind und eben Grundannahmen und Werte, die oft eben eher implizit sind und nicht wirklich explizit zur Sprache kommen. Genau, und jetzt zu dieser zweiten Ebene, die abgebildet ist, ist vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber sozusagen haben wir in Primärliteratur von Hayek geschaut und sozusagen das so als diese Grundstruktur der Erzählung rausdestilliert, dass eben der Auftraggeber der Markt ist, der eben dem Subjekt, also politischen Institutionen, staatlichen Akteuren den Auftrag gibt, die individuelle Freiheit in der Gesellschaft zu wahren und eben einen Ordnungsrahmen aufzuspannen. Also mit Slobodien gesprochen, der Markt wird ummantelt, damit der dann seine Kraft sozusagen entfalten kann, was dann zu Wohlstand und letztendlich zu Fortschritt führt. Und auf der einen Seite stehen eben die marktnahen Menschen, das sind Ökonominnen, UnternehmerInnen, also die, die den Markt verstehen können. Und auf der anderen Seite die Widersacher, wahlweise Gewerkschaften, Kollektive, Bürokratie. Ja, und letztendlich sollen eben alle Menschen aber als Individuen oder als freie KonsumentInnen davon profitieren. Und Freiheit ist dann eben oft KonsumentInnen-Souveränität. Ja, genau, also wir wollen damit sozusagen nicht sagen, dass man sozusagen sich nur ein tolles Narrativ ausdenken muss und damit kann man sozusagen Gesellschaft schon gestalten oder das wirkt dann schon so. Wie ja auch Slobodien vor allem betont, haben eben diese Ökonominnen und Ökonomen und die Akteure eben sich durchaus die Hände schmutzig gemacht, konkrete Institutionen geschaffen, Einfluss auf konkrete Gesetzgebung genommen. Aber trotzdem denken wir, dabei schon auch eine wichtige Rolle spielen, weil das alles sozusagen eingebettet wird und legitimiert wird und normalisiert wird durch diese Markterzählung, die dann so naturalisiert wird und plausibilisiert wird. Genau, und jetzt kommen wir zu ein paar konkreten Beispielen. Wie konnte denn diese Markterzählung oder wie diffundiert diese Markterzählung denn konkret in die Gesellschaft? Hier ein Beispiel eben mit VWL-Lehrbüchern, die eben millionenfach weltweit aufgelegt werden. Gibt es eben jetzt auch viel Forschung dazu, wo dann beispielsweise hier bei Pindig und Rubinfeld 2009 dieser Marktbegriff über 3000 Mal vorkommt, der Staat aber nur über 300 Mal, 365 Mal hier, Politics nur einmal und Democratic kommt da gar nicht mehr vor. Ja, oder bei Samuelson Nordhaus auch eben sehr, sehr viel aufgelegt weltweit, wo dann eben diese Metaphern wie Mechanismus verwendet werden oder der Markt, heißt es dann, ist far beyond the reach of even today's fastest supercomputer. Genau, also wo diese Metaphern eben verwendet werden. Hier ein Beispiel von einem Bildungsvideo von einem Think Tank, wo dann der Stammbaum, also auch wieder so eine Personifizierung von einem Bleistift zum Aufhänger genommen wird und eine Erzählung gesponnen wird. Und die gipfelt dann darin, dass dann so 1000 kleine Bleistifte sich zu dieser Hand zusammensetzen und es heißt dann, what you see is the market network, the spontaneous configuration of creative human energies of millions of people, the various skills organizing voluntarily in responsibility, the human necessity and desire as if led by an invisible hand to promote an end that was not part of the intention.
Also auch immer wieder der Rückgriff auf diese unsichtbare Hand und Adam Smith, wobei in Klammern gesagt, diese unsichtbare Hand in seinen zwei Werken eigentlich kaum eine Rolle spielt und nur 2-3 Mal überhaupt drin vorkommt. Genau, diese Erzählung wird dann auch in Kinderbüchern weiter verbreitet, wo dann dieser Marktbegriff dann hier zu sehen schön eben noch positiven, gefühlsvollen Bildern unterlegt wird, wie eben ein Rummel, wo alle was Tolles mit assoziieren und eben auch diese spontane Ordnung dann auch für Kinder schon nahegebracht wird. Genau, hier ist ein Beispiel aus einem staatlich zugelassenen Schulbuch, Politik, Wirtschaft. Das erste Beispiel links, auf den ersten Blick eigentlich nichts Problematisches. Es wird eine Pro-Kontra-Diskussion angeleitet. Der Markt regelt es am besten versus der Staat regelt es am besten. Aber da steckt eigentlich schon dieses duale Denken drin, weil eben alle Buntheit dazwischen, alle Bereiche sozusagen ausgeklammert werden und verschwiegen werden, also gemeinwohlorientierte Unternehmen, Commons, also Wirtschaften jenseits vom Markt und Staat, das ist einfach nicht Thema sozusagen. Und wenn man im Text daneben dran schaut, dann wird eigentlich nur das Marktprinzip diskutiert und es gibt kein einziges Argument für den Staat. Also eigentlich eine Suggestivfrage, Markt versus Staat. Genau, und dann konkret aus dem Text nebendran sieht man dann auch die Verwobenheit auch mit rassistischer Konnotation, postkolonialer Perspektive problematisch. Ich lese mal vor. Wenige Dinge werden so verteufelt wie die Kommerzialisierung. Dabei kann das Prinzip, für eine Sache Geld zu verlangen, überaus segensreich sein. Bestes Beispiel, und jetzt kommt es eben, ist das Wasser in vielen Entwicklungsländern, wo es kostenlos abgegeben wird, führt das zur Verschwendung und niemand investiert in neue Rohre und Leitungen. Wo es aber gelingt, für Wasser Geld zu nehmen, funktioniert die Wasserversorgung auffällig besser. Ökonomen sagen, es entsteht ein Markt mit Angebot und Nachfrage und einem Preis. Das führt zu einer effizienteren Nutzung knapper Ressourcen wie Wasser. Genau, und hier auch nochmal zu sehen, wo dann eben mit Appell an Autoritäten Ökonomen sagen, also es wird da nicht gesagt, neoklassische Ökonomen oder neoliberale Ökonomen sagen, sondern es sind sozusagen die Ökonomen, also die Wissenschaft sagt das. Also mit dieser Autorität wird dann sozusagen dieses Marktprinzip hier im Schulbuch für eine 8. Klasse plausibel gemacht. Und dann ein Beispiel unten, nur ganz kurz. Da wird dann sozusagen der Markt in so einen Lebensweltbezug wieder eingebettet. Ja, also da ist dann erstmal so ein Flohmarkt abgebildet und später von Wochenmarkt. Die Rede, also was man sich wirklich konkret vorstellen kann, jeder hat eine Erfahrung vom Flohmarkt, ne? Also man feilscht auch ein bisschen Angebot und Nachfrage, aber dann wird da eben abstrahiert zu diesem zu einem abstrakten mathematischen Modell Angebot und Nachfrage, das war in der allerersten Folie zu sehen, was nichts mehr mit konkreten Märkten zu tun hat und auch nichts mehr mit sozusagen realen Institutionen oder realen Vorgängen in der Wirtschaft. Und aber mit diesem Flohmarkt und so erscheint es jedem sozusagen dieses Modell dann plausibel. Genau, jetzt nur noch ganz kurz ein paar Beispiele, Markt in Politik und Öffentlichkeit. Vielleicht ist auch nicht so überraschend, auf Wahlplakaten oder dann in Medien und Interviews. Unten links von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ein Plakat und nochmal hier eine Zeitschrift. Noch als Beispiel. Genau, dann übernehme ich nochmal. Wir haben dann selbst sozusagen weiter geforscht und Valentin hat ja vorhin die verschiedenen Ebenen erwähnt. Das wäre jetzt sozusagen die Ebene der Metanarrative, also die unbewussten Annahmen eigentlich oder Narrative, die wir so grundsätzlich als normal betrachten, die in unserer Gesellschaft existieren. Einmal im Wirtschaftsbereich eben dieses rational kalkulierende, immer gewinnstrebende, immer in Konkurrenz stehende versus dieses fürsorgliche, was aber abgewertet wird als irrational, weiblich und eben nicht geschäftlich im Sinne von privat. Dann im wissenschaftlichen oder auch wirtschaftswissenschaftlichen, aber man findet es mittlerweile auch in anderen Wissenschaften wieder, ist eben diese Trennung der Subjekt-Objekt überwiegend dualistisch. Also bin nicht mehr Teil meines Gegenstands oder des Gegenstandsbereiches, den ich betrachte. Objektiv
ist richtig, ist hartes Wissen, ist die Wahrheit, Subjektivität ist weich, ist ideologisch, ist falsch. Genau, das haben wir mechanistisches Metanarrativ genannt, in der Wirtschaft das kaufmännische Metanarrativ. Und in der Politik kann man eben dieses Marktnarrativ, was wir jetzt schon ausführlicher vorgestellt haben, nochmal sehen, wo es eben darum geht, dass der Markt positiv aufgeladen wird mit Freiheit, mit Demokratie, mit Fortschritt, mit Souveränität, während der Nichtmarkt, also der Staat, aufgeladen wird mit Zwang, mit Rückschritt, mit Langsamkeit, mit Ineffektivität. Und was all diese Metanarrative gemeinsam haben, ist eben die duale Denkform, immer von, genau, also ein Schwarz-Weiß-Denken eigentlich und die klare Trennung zur Natur, also die Natur als Ressource denkend und nicht den Mensch als Teil der Natur. Bestimmte Zielannahmen, die in diesen Narrativen drinstecken von Wachstum und Effizienz und eben dieser Wunsch, alles quantifizieren zu müssen, was uns auf jeden Fall abhält, ganzheitliche Lösungen zu finden. Also heute sind die Lösungen, die politisch durchkommen, immer sehr, sehr stark in diesen Metanarrativen und wir schaffen es eigentlich nicht, da mal rauszukommen. Und deshalb kommen wir auch nicht in ein anderes Handeln. Und eigentlich gibt es nämlich, eigentlich gibt es diesen Zwischenbereich zwischen Schwarz und Weiß. Hier ganz viele graue Beispiele von Beispielen eines anderen Wirtschaftens, die ich jetzt nicht alle nennen will, aber die gerade entstehen oder schon länger entstehen, aber die gerade wieder auf jeden Fall eine Boomphase haben. Ich denke, ihr alle werdet Projekte kennen, die in dem Bereich sind und die eben nicht planwirtschaftlich, staatlich geplant sind und auch nicht gewinnorientiert, konkurrenzorientiert, marktwirtschaftlich organisiert, sondern eben dazwischen. Genau. Unser Ausblick hier noch von unserem mit Marcel Bayer, auf jeden Fall die Empfehlung für anderes Lehrmaterial. Der muss aber seinen Manipulationscheck noch online stellen, den gibt es noch nicht online, weil du machst. Und der hat ein cooles Heft entwickelt, auch zur Verteilung im Wochenschau-Verlag, was man lehrenden Menschen nur nahelegen kann. Dann gibt es hier ganz viele Institutionen und Organisationen, die eben sich vernetzen, die anders wirtschaften, die anders über Wirtschaft nachdenken. Und man kann nur alle Menschen dazu aufrufen, wie es ihr jetzt auch tut, sprecht über Wirtschaft, auch wenn ihr fachfremd seid. Stellt auch basale Fragen zu Wirtschaft, weil meistens sind das die schwierigsten und kniffligsten zu beantworten. Genau. Denkt nicht dual. Hier sind noch Quellen. Und hier ein paar Kontaktdaten. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Twitter folgt und wenn wir uns vernetzen. Ich glaube, das ist wichtig dieser Tage. Vielen Dank.